Hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Sky Factory 4 mit mir, dem Micho. So, bei der Brummelrunde. So, genau, das Gerüst ist soweit fertig. Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und wir setzen jetzt gerade mal die letzten beiden Steine ein. Es hat eine gewisse Schwachstelle, muss ich zugeben. Genau. Es hat eine super Schwachstelle, weil ich habe. Es ist drei breit, aber ich habe den Rand mit ausgefüllt. Haha. Ja, super. War super schlau von mir. So. Ich brauche den Rand gar nicht. So. Müssen wir jetzt hier noch den Rand abtragen. Ja, seht ihr? So macht man das. Ganz gekonnt. Ich überall den Rand da? Ne, gut, okay. So, wir haben auf jeden Fall hier die Slabs oben drüber, damit da auch keine Baby-Zombies rauskommen können und uns halt runterstoßen. So, innen drin sieht man, ist alles rot. Das heißt also, da können jetzt theoretisch Monster spawnen. Ich denke, wir sollten uns jetzt wir sollten das jetzt mal ausprobieren. Und, auf jeden Fall dann das ausprobieren, ob da jetzt Monster kommen. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es hier bei diesem Modpack jetzt irgendwas Spezielles mit Monstern gibt. Aber das finden wir, glaube ich, sehr schnell heraus. So. Ich brauche die Slabs. So. Das geht ja eigentlich, ne? So. Da mache ich dann auch so eine Reling, damit wir da nicht irgendwie runterfallen. Das werde ich später nochmal durch irgendwas Ordentliches ersetzen. Also mir persönlich gefällt das Holz jetzt persönlich nicht. Aber das Gute ist, wir haben halt auch Zugriff auf die meisten. Seht ihr, was ich sehe? Es ist nicht mittig. Warum tue ich sowas? Es ist nicht sieben breit. Es ist irgendwas anderes. Hey, da spawnen auch schon die ersten Monster. Das ist doch mal toll. So, Part Builder. Ich brauche ein Schwert. Schwert war ein Hilt und Swordblade, Toolrod, Swordblade, White Guard. White Guard ist hier. Swordblade, nein. Das da. Swordblade Pattern ist das. Ach, da steht's auch. Material Costs 2. Ha! Super. Da wählen wir uns jetzt mal natürlich das schlechteste Material aus, was wir haben. Holz. Ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste, aber ihr versteht. So. Ich brauche das da. Erstmal machen wir uns die Bauteile. Das da, Toolrod Pattern. So, dann einen Sword Hilt. Und dann noch ein Messerchen. So, dann bauen wir uns das Messerchen zusammen und haben ein Schwert. So. Was zur Hölle sind... Bouncy Creeper? What ist das? So. Das Gute ist... Ich bin noch am überlegen, ob ich nicht da irgendwie Platten mache und eventuell irgendwie Hopper oder was. Bouncy Creeper. Nicht. Nicht, dass das irgendwie. Was zur Hölle ist denn das? Generic Wild? Wow.
Hallo? Was ist denn das? Was fliegt denn da? Kann man das mal einfach verraten? Was ist das? Okay, Zombie. Okay. So. Ja. Und deswegen habe ich hier auch den Boden drunter gelassen, damit ich einfach mal so reingehen kann, ne? Das ist, durchaus von Vorteil. So. Okay, Monsterfarm funktioniert. Jetzt nicht unbedingt. Ja. Also, sie funktioniert. So. Puh. Okay, wir sind allerdings jetzt auch schon fast leer hier, was unser Futter angeht. Deswegen müssten wir jetzt mal hier so ein paar... 8 Stück. Das sollte reichen. So, wir können jetzt hier mit Seared Bricks, die machen wir schon mal. Die schmeißen wir aber... Könnten wir hier mal ganz kurz das ganze Gemüse weg haben. So, die Seared Bricks schmeißen wir jetzt hier rein, weil wir brauchen Porzellan. Porzellan. So, Porzellan. So, dafür brauchen wir erstmal Dirt. Weil aus Dirt kriegen wir... Na, weiß noch jemand? Genau. Aus Dirt kriegen wir... Bone Meal. So. 7. So. 7 mal Dirt. Gut. Okay. Dann müssen wir jetzt... Was ist denn hier jetzt passiert? Warum habe ich denn hier jetzt wieder Wasser drin? So. Wo ist denn der Pot? Der Bot. Der Pot. So. Gut. Erstmal eine Runde machen. Diese Bouncy Creeper sind irgendwie irritierend. Also ganz stark irritierend sogar. Ich brauche dringend andere Sachen, um... sagt schon. Um Essen zu bekommen. Es ist sehr, sehr ineffektiv. So. Natürlich hauen wir jetzt hier auch wieder die Dirt Saplings drauf, weil wir brauchen Unmengen an Clay. Nicht an Clay, sondern an... Ihr wisst schon. So, ich muss auch gleich nochmal so ein Reparaturkit. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Wie geht denn das nochmal? Stencil. Hier, das da ist das Sharpening Kit. Moment. Ich muss gerade mal hier. Boah, meine Güte. Diese ganzen Dinger da. So, Gravel. So. Ich habe Sulfur? Wieso habe ich Sulfur? You can only sleep at night. Jo, passt schon. So, einmal das Ding. Dann brauchen wir das. Und dann kriege ich das Sharpening Kit. Was ist das? Wooden Shards. So, jetzt muss ich kurz gucken. Das war doch so. Und so. Tada. So. So, jetzt können wir schlafen. Einmal eine Runde pennen. So. Dann ist auch hier schon wieder alles nachgewachsen. Wachsen die echt nach, während ich hier das mache? So. Genau. Ich mache auf jeden Fall... Also das kann ich nicht so stehen lassen. Das sieht scheiße aus. Das ist so ein bisschen doof. Kriege ich irgendwas, wenn ich hier das Rotten Flesh... Wenn ich das aufhänge? Ja, dann passiert irgendwas. So. Also. Clay und Bone Meal ergibt Porcelain. So. Das Porcelain, das schmeiße ich da rein und kriege dann Porcelain Bricks raus, ne? Sehen wir. Das sehen wir alles noch. Gut. So, da haben wir Matt drin. Leider regnet es hier ja nicht, sondern leider haben wir ja dummerweise... Was ist denn da drin? Wood Sap. What? Okay.
So, den Heater. Wir brauchen den Heater. Heater? Der Heater vom Dieter. Porcelain Melter, genau. Da brauchen wir den Porcelain Heater. Dafür brauchen wir einmal den Furnace. Den Furnace. Petrified und... Petrified. Okay. So, dafür brauchen wir einmal den Furnace. Dafür brauchen wir Furnace Dings. Kirchen Slab. Cobblestone. Und... Da. So. Das kriegen wir aber sehr schnell hin, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 8 brauchen wir dafür. So, ich hoffe, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. So ein Mist aber auch. Ja. Gut. Dann brauchen wir, glaube ich, hier noch ein bisschen. Oder? Haben wir hier noch einmal Cobblestone haben wir noch. Da haben wir nichts petrified. Oh, da haben wir hier aber die Acorns, die wir essen können. Ich habe vielleicht übersehen, dass ich da noch welche auf Vorrat hatte. So, aber erstmal hier abholzen. So. Haben wir denn noch genügend Clay? Ja, wir haben noch einmal Clay. Den können wir auf jeden Fall auch nochmal kaputt machen. So, das können wir dann nochmal kombinieren mit dem Bone Meal. Dann hauen wir da nochmal 12 Stück rein. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Vielleicht reicht das schon. So. So. Auf jeden Fall. Finde ich schon mal gut, dass das so ist, wie es ist. So, dadurch kriegen wir Bone Meal. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir so viel Bone Meal überhaupt brauchen. So, was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist den Krimskrams. So. Genau. Cobblestone. Ein Cobblestone-Eimer brauchen wir den noch. Gut. So. Dann ein Cobblestone-Furnace. Dann ein Furnace in die Mitte. Nee. Moment. Heater. Heater. Porcelain Heater. So. Dann halt so. Porcelain Melter. Blue Stained Glass. Okay. Muss nicht blau sein. Muss, glaube ich, nicht blau sein. Juhu. Okay. Super. Dann machen wir das hier hin. So, wie funktionierte das nochmal? Dafür müssen wir den da hinstellen. Und dann müssen wir den Tank oben drauf stellen. Und hier schmeißen wir, glaube ich, Kohle rein. Ich meine ja. Kohle. So. Okay. Jetzt lasst uns mal ganz kurz gucken. Hier, Tin. Tin bekommen wir, indem wir irgendwas schmelzen. Und zwar... Tin. Ah, meine Güte. Das ist so. Moment. Den Tin-Bucket, den gibt's doch irgendwo. Nee, können wir da nicht aufrufen? Tin Leaves, Tin Sapling. Molten Tin. Tin Lock. So, den Tin Lock kriegen wir jetzt wiederum nur dadurch, dass wir irgendwas craften. Und zwar, das ist aber überall. Birchwood oder Junglewood? Nee. Bah! So, nee. Wie kriegt man Tin selber? Iron Ingot.
Iron Ember. So, wie kriegt man Iron Ember? Iron Resin. Coal Resin? Ah, okay, wir brauchen erst Kohle. Kohle! Ein Kohlebaum. Das kriegen wir, indem wir ein Birch Sapling verbrennen. Wie kriegen wir ein Birch Sapling? Indem wir ein Sand Sapling in Wasser eintauchen. Das sollte doch machbar sein. Wo haben wir denn? So, da haben wir, da kriegen wir das Wasser her. Sand Sapling. Ein Sand Sapling. Wir machen zwei Sand. Wir machen ein paar mehr, ne? So, wir haben den Eimer dabei. Wir haben. Wir hauen das Ding jetzt ganz kurz mal kaputt. So, dann hauen wir den da wieder rein. Dann, na, brauchen wir nur die Hälfte. So, platsch, 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 platsch. Das kriegen wir alles hin. Ich freue mich jetzt schon. Ich weiß immer noch nicht, wie viel wir genau brauchen. Deswegen, einmal. Machen wir da rein. So, Sensor. 1, 2, 3, 4. Da haben wir jetzt Birch Saplings. Wenn wir jetzt ein... Moment. Kohle Sapling. Wenn wir einen Kohle Sapling verbrennen, kriegen wir jetzt einen... Also wenn wir einen Birch Sapling verbrennen, kriegen wir einen Kohle Sapling. Ist das so korrekt? So, den machen wir mal natürlich dahin. Kohle Sapling! Juhu! So. Und wieder ein Achievement. So. Wir hauen hier den Kohle-Sapling auch mal hin. Habe ich eigentlich jetzt... Jetzt habe ich so viel anfeuert. Porcelain. Aber ich bräuchte eigentlich mal Clay. Oh, Clay. Habe ich hier Clay Resin, Bone Resin. Petrified Resin. Das anfeuert Porcelain. Ah, ich brauche ja noch Fossets. Wie heißt denn das? Die Abläufe. Die brauche ich ja auch noch. So, Dirt Resin. Das nehme ich jetzt auch weg. Gravel. Was brauchen wir jetzt? Mal kurz nachdenken. Tin. Tin. Genau. So. Für einen... Inver Ingot. So. Tin Ingot. So, das kriege ich, wenn ich Tin schmelze. Molten Tin. Das kann ich mit einem Tin Lock machen. Tin Ember. Tin Ember brauche ich Clay, Gravel, Bone, Gravel, Bone. Clay und ein Flint in der Mitte. Flint in der Mitte. So, Gravel und Gravel. Wo haben wir es? Gravel? So. Puh. Gravel. So. Okay. Müssen wir das ja so machen. So, dann machen wir denn hier auf jeden Fall nochmal zwei, denke ich. Genau, so. 1, 2, 3. So. Jetzt hoffe ich einfach, dass... Ein Flint! Juhu! So. Da brauche ich Sand, Bone, Clay Resin. So, jetzt Tin. Nee, nicht Tin. Ich brauche Tin. Ich bin wieder bei Gravel. So, Tin. Tin Ember. So, jetzt habe ich Tin Ember. Jetzt muss ich Tin Ember einschmelzen. Was kriege ich dann da raus? Oh,
Oh, da brauche ich Consumes Cast, okay. Ein Table, Porcelain Casting Table, okay. Okay, läuft alles. Zwei Ingots. Tin Sapling, Consumes Cast, One Ingot. Yeah, ich sag euch, das ist klasse. So. Gut, das klappt auf jeden Fall. Boah, ich muss hier. Also, die Folge ist gleich um. Und genau, das war jetzt auch eine super lange Aufnahmesession. So, was ich jetzt als nächstes mache, ist zwischen dieser und der nächsten Folge werde ich folgendermaßen vorgehen. Ich räume hier auf. Und mache mir ein klein wenig. Oh. Monster Turkey! Ja, super. Nee, ich räume hier auf. Und mach die Fläche ein bisschen größer. Ich weiß nicht, vielleicht hole ich mir auch noch anderes Holz. Hol mir den Jungle, den. Na, mach mir wieder einen Jungle Sapling, da ich den ja dummerweise verhunzt habe. Bau hier nach da drüben ein bisschen aus. Na, da drüben. Machen wir noch ein paar Clay Pots für die Bonsais. Ja, und ansonsten machen wir eigentlich. Also inhaltlich mache ich jetzt nichts weiter. Vielleicht haue ich auch noch ein paar Monster klein. Ja, und ich denke, das wird sein. Was wir jetzt aber noch machen, ist halt. Ah, nein, warum? So. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, ist den Casting Table. So, Casting Table ist da. Casting Table. Dann brauche ich einen Birch. Birch. Dann brauchen wir drei noch davon für ein Faucet. 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 Porcelain Faucet. Unfired Faucet. Ja, geht. Ha. So, dann hauen wir hier mal ganz kurz das rein. Wir brauchen ja nur eins, ne? Wir brauchen nur eins. Erstmal. Dann das und dann. Tada! Gib mir den Tin. Gib mir den Tin Sapling. Gib mir den Tin Sapling. Tin Sapling. Tada! Und wir haben Metall. Also wir haben bald Metall. So. Genau. Jetzt hoffen wir mal, dass wir gleich Metall haben. Lieber Baum, gerne, aber. So. Auf jeden Fall, wir brauchen Metall. So, Moment. Ja. Ach komm. Können wir erstmal so wegwerfen. Und das auch. So, ich mache erstmal hier Kohle und hoffe, wir kriegen jetzt. Lieber Birchwood Free. So, danke. So, ich muss hier gerade mal. Die machen einem das echt nicht leid. Ich will euch am Ende der Folge noch einen ausgewachsenen Dingsbums zeigen von den Dingern und dann. So, jetzt komm. Komm. Hätte ich noch Bohnenmehl, würde ich den Bohnenmehlen, aber ich habe kein Bohnenmehl. Tada! So, Tin Leaves. So, jetzt ist die Frage. Tin. Krieg ich Tin auch, indem ich die Leaves einschmelze? Tin Ingots. Tin. Wir gucken jetzt gerade mal nach.
So, Smeltery, Smeltery. Tin Ember. Molten Tin. So, Molten Tin. Tin Shears. Tin Bucket. Tin Resin. Okay, ich kann das Tin Resin, ich kann die Acorns da reinhauen. Kann ich die Blätter reinhauen? Nein. Okay. Okay, das ist ja, das ist auch mal eine Möglichkeit. Dementsprechend würde ich jetzt sagen. So. Ich habe Tin Saplings bekommen. Das machen, wie gesagt, das machen wir jetzt gerade nochmal. So, und dann schmeiße ich hier das Tin Resin. Was ist denn? Tin Resin. Das kann da reinfließen und dann kriege ich Tin. Okay. Gut. Ach, super. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich baue die Plattform ein bisschen aus zwischen diesem und nächsten Mal. Und baue noch ein paar Bonsai-Pötte. Hau mir von jedem mindestens mal, ich würde sagen, von jedem Baum mal so zwei, drei in so einen Bonsai-Pot. Ich muss gerade mal kurz gucken. Ah, nee. Ach doch, Moment. Ha! Wir gucken das jetzt mal. Hallo? Nee, natürlich nicht. Ach, dafür braucht man natürlich Gold, ne? Geht das? Ich frage mich gerade, ob wir mit diesem Tin einen Abdruck davon machen können und dann den Abdruck von dem Lehmeimer praktisch gesehen füllen können mit. Ich glaube ja. Müsste doch gehen. Gut. So. Es müsste doch theoretisch gehen. Ja, ich weiß, ich wollte die Folge jetzt beenden. Aber, so genau. Was ich zwischen diesem und dem nächsten Mal machen werde. Auf jeden Fall mehr Eisen herstellen, weil ich brauche Tin für. Also, wenn ich das damit jetzt machen kann. Ach du Schande. Mount. Okay, 1000 Millibuckets. Boah, da ist aber jetzt nicht viel drin. Tin Acorn. Ich glaube, die sind vielleicht ein bisschen 0,1. Ist da vielleicht mehr drin? 16 Ingots. Okay. Ja, okay. Das dauert einen Moment. Okay, also wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich dann hoffentlich hier genügend Zeug drin habe und die Plattform aufgebaut habe und dann gießen wir uns einen Bucket. Bis zum nächsten Mal, euer Hisho. Tschö, tschö.